darf ich Sie herzlich zur Pressekonferenz begrüßen und auch Teamchef Marcel Koll, unser Dolmetsch. Und ich darf zu Beginn den Teamchef versuchen, so kurz nach dem Spiel, das Resümee. Что ж, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на пресс-конференцию главного тренера сборной Австрии Марсель Койлера. Господин Койлер, пожалуйста, ваш комментарий к игре. Was geht's? Ja, ich bin, nicht runtergekommen. Es ist gerade bei den Heimspielen immer so, dass wir bis zum Schluss warten und nicht das zweite, vielleicht das dritte entscheidende machen können, sondern dass die Jungs da uns immer auf Spannung halten. Es war ein schwieriges Spiel und es war erwartet schwierige Gegner. Und eigentlich die Spiele, die ich verfolgt habe, haben das bestätigt. Sehr schnelle Spiele, sehr technisch starke Spiele, gute Aufteilung. Defensiv und offensiv. Ich denke, wir hatten auch das eine oder andere Mal ein bisschen Glück. Erste Halbzeit war noch nicht so optimal gespielt. Da hat so ein bisschen der letzte Zwick hat gefehlt, die letzte Konsequenz und auch die letzte Überzeugung. Und wir sind auch im taktischen Bereich, haben wir da nicht gut gespielt. Wir haben das in der Pause angesprochen. Speziell Russland im zentralen Mittelfeld hat immer Mann mehr und da haben wir auf den Außenbahnen nicht so gut defensiv gearbeitet, also nicht nach innen gekommen. Und durch das konnten sie natürlich spielen und das war dann schwierig. Es gab ein paar heiße Situationen. Und wie gesagt, zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser. Die erste Möglichkeit, haben Sie eh schon gesehen, war der Ball hinter dem Tor. Das ist dann auch immer die Frage, was der eine Assistent auf der Linie noch macht und dass er das nicht sehen kann. Und zum Glück ist dann das zweite Tor gefallen, oder das erste dann, schlussendlich. Wir sind natürlich sehr froh darüber und dementsprechend ist die Freude groß und trotzdem möchte ich gleich jetzt schon anfügen, dass wir uns noch nicht qualifiziert haben. Okay. Ja, что могу сказать, я еще не совсем акклиматизировался после таких игр с таким напряжением, который сейчас пришел, конечно, очень была сильная игра, очень много было напряжения, чувствовалось, что обе команды хотели выиграть. Ребята видели, как российская сборная на нас нападала. Россияне играли очень быстро, технически оборонялись, давили на нас в первом тайме, я не совсем доволен, как мои игроки были в обороне. Они давали шанс россиянам на флангах атаковать. Российской команде немножко не хватило, был момент, где реально нам повезло. Россия мне этот маленький момент все-таки не удалось сделать, но во втором тайме моя команда уже стала лучше играть, оборонялась. В середине поля мы были сильнее. И вы, конечно же, все видели этот первый шанс, когда мы забили гол. Это, безусловно, был гол. И слава богу, что у нас получилось сразу же атаковать и забить этот первый или второй гол. Мы очень рады, что мы сегодня победили, что мы сегодня выиграли. Но я одну вещь скажу, мы еще не квалифицировались на чемпионат Европы. Nächste Frage, Hans. Herr Koller, Sie haben Russland zugesprochen, die Favoritenrolle. Ja? Wie sieht diese Rangordnung jetzt nach diesem Spiel aus, aus Ihrer Sicht? Und Sie haben gesagt, wir sind noch nicht qualifiziert. Wie viel Prozent sind wir jetzt näher gekommen, Frankreich, nach dieser Begegnung? Господин Коллер, вы перед этим матчем утверждали, говорили, что российская сборная – это абсолютный фаворит. Насколько сейчас поменялось ваше мнение? И вы сказали, что вы еще не квалифицировались на чемпионат Европы. Но сколько вы процентов можете сказать, мы уже на дороге во Францию? Я
Es sind noch 6 Spiele zu spielen. Und für mich ist nach wie vor Russland der Favorit. Ich denke, das haben sie heute auch gezeigt. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Sie sind von ihrer individuellen Qualität her ist die sehr hoch. Und das sind Kleinigkeiten, die dann mal entscheiden können, dass dann mal ein Ball reingeht, nicht am Pfosten, sondern reingeht. Da hatten sie das Glück jetzt heute nicht. Und ich möchte nicht über Prozente sprechen, ich möchte nur das nächste Spiel wieder anschauen und dementsprechend versuchen, das zu gewinnen und nicht irgendwie hochrechnen. Ну, нам предстоит еще 6 игр сыграть, и я все равно буду говорить о том, что Россия, с моей точки зрения, фаворит в этой группе, и команда сильная. Вы видели, как команда сегодня играла, это очень хорошая команда, в которой очень много их игроков, которые хороший индивидуальный футбол показывают, которые нападают. Конечно же, в футболе бывает такое, что мелочи решают исход, результат. Такие мелочи, как, например, у них был удар в штангу, им не повезло. Нам повезло в другой момент. И про процентов, сколько процентов, я ничего вам не скажу. Единственное, что для меня важно, это следующая игра, и я опять буду мотивировать мою команду, и мы будем играть, что я на победу. Macht Sie sich besonders stolz, dass die Mannschaft musste ja nicht nur den Ausfall von Alaba verkraften, da kommt ja noch vorbereitet, sagt der Markus, aber jetzt kommt es auch Baumgartner wieder kurzfristig ausgefallen. War meiner Meinung nach fast der beste Mann in Montenegro. Ist das irgendwie so ein Zusatzgefühl, das dieser Sieg besonders wertvoll macht? Und dann noch eine Frage, ist das eine Kotte-Geschichte aus Kitsche? Ja, jetzt zweimal miteinander das Goldball geschossen, hatte schwere Zeiten hinter sich. Вопрос был сначала о том, что не годитесь вы своей командой, потому что, например, Алаба не играл, потом, с моей точки зрения журналиста, он сказал, что сегодня не сумел сыграть Баумгартнинга, который, безусловно, очень хороший игрок, и все равно получилось так, что игроки играли, показали хороший футбол. И второй вопрос был о том, что это немножко курьезно, что Котия уже второй раз сбивает такой золотой гол. Что вы, мама, можете о нем сказать? Erste Frage ist natürlich das Team. Das Team ist, denke ich, kann dann sowas auffangen und das haben sie heute gemacht. Und, das gibt in dem Sinne natürlich auch Selbstvertrauen oder weiteres Selbstvertrauen fürs Team. Das sind so, können gewichtige Ausfälle auch verkraften. Das ist sehr gut. Und das andere ist, ja klar, natürlich ein Märchen, und speziell für ihn natürlich, ja, wenn was er erlebt hat oder was er tragen musste mit seiner Verletzung und dann zurückkommen kann und oder dann auch nicht spielt in Österreich, dann über Dänemark gehen muss und wieder zurückkommt und auch wieder nicht geht und jetzt in 60 gute Rolle spielt, zweiter Liga, aber da um den Abstieg kämpft und beim Team da gute Leistungen zeigt. Und, dementsprechend für uns ja, Goldfüße oder Goldköpfchen ist. Das freuen wir uns und das ist natürlich speziell für ihn, denke ich, sehr wichtig und tut ihm gut. На первый вопрос я могу вам ответить, что безусловно у меня стоит на поле команда. И команда решает эти проблемы, когда игроки не могут выходить на поле. Вся у нас сплоченность команды есть, и это дает огромную уверенность в себе, что команда решает эти проблемы. Поэтому это очень важно для команды, если кто-то травмирован, все равно играет как команда вперед. А что я могу сказать про игрока? Это, конечно, сказка для него. Он вернулся после своих травм, конечно, он не играет сейчас в Австрии, через Данию, но играет сейчас в 1860 в Мюнхене и борется, чтобы остаться во второй лиге. Это для меня золотой игрок, золотой ногой, золотой головой. Это, безусловно, очень хороший игрок. Михаил Фира. Sie hören, dass das Baumgartling ausfällt. Sie haben sich für Isak entschieden. Was war da die konkrete Überlegung dahinter und mit welchem Matchplan haben Sie die Mannschaft ins Match geschickt und wo sind dann die Knackpunkte aufgekommen, die erste Hälfte, dass es dann doch nicht so funktioniert hat? Первый момент, вы решили заменить Баумгартлинга на Исака, и вы уже уточнили, что в первом тайме были проблемы в команде. Что именно
чтобы решили, что вы сказали команде, что изменилось. Also insgesamt kann man so, dass er auf der einen Seite gut trainiert hat, dass er sehr präsent war. Auf der anderen Seite war natürlich auch noch seine Kopfballstärke mit ausschlaggebend und dann zu sagen, okay, wir beginnen mit ihm. Die erste Halbzeit war so, dass wir eben eigentlich im taktischen Bereich, im zentralen Mittelfeld, da waren wir immer mal zu wenig, wenn Milosevic nach vorne ging, um zu attackieren. Und da hätte man auf den Außenbahnen mehr nach innen rücken müssen, das haben wir im Haus angesprochen. Hat dann nachher besser geklappt. Auf der anderen Seite war es halt auch so, dass wir zu einfache Ballverluste hatten, die nicht nötig waren. Da waren wir nicht so klar, nicht so präzise im Passspiel. Und das können wir besser. Man muss aber auch sagen, dass die Russen natürlich defensiv sehr gut gestanden sind, dass sie hinter der Mittellinie sehr kompakt waren. Und dass es auch schwierig war, dass sie in zwei Kämpfen haben sie sich da eher durchgesetzt als wir, da können sie sich auch noch zulegen. Ну, я решил выставить себя на поле Ильсинга, потому что как он тренировался, он очень хорошо тренировался, и это игрок, который очень хорошо играет головой, поэтому я решил сегодня его выставить на поле и с него начинать. То, что проблемы были в первом тайме, не хватало, играли Юнусовича, немножко были проблемы в середине поля, и наши фланги не были совсем под защитой, но в паузе я поговорил со своей командой, объяснил им, что надо лучше делать. И, конечно, мы создавали некоторые легкие ошибки во втором тайме, но я могу тоже сказать, что и Россия очень хорошо стояла в обороне, они хорошо играли на этих линиях и боролись. Безусловно, Россия в двоеборье была сильнее, чем мы, и выиграла более все двоеборья. Haben wir noch eine Frage von einem russischen Kollegen, weil sonst yes. Wir dann die Pressekonferenz auf Deutsch weitermachen und diesen Kollegen bitten, ein bisschen mitzunotieren und dann vielleicht die Puls Ihnen zu geben. Gibt es eine Frage von? Уважаемые коллеги, есть вопрос на русском языке? Если нет больше вопросов на русском языке, то дальнейшая пресс-конференция будет вестись только на немецком, я буду записывать, потом вам дам какие-нибудь. Да, пожалуйста. Говорите громко просто. Это совершенно неимоверная атмосфера на игре. Это для сборной Австрии в порядке вещей, или это и сегодня была такая вот, только сегодня была такая поддержка феноменальная? Im Stadion war eine unglaubliche Stimmung, eine unglaubliche Atmosphäre. Es ist so selbstverständlich, dass man viel in so einer Atmosphäre herrscht, aber das spezielle heute Abend. Und ist es eine starke Unterstützung? Nein, es ist also selbstverständlich, denke ich, ist es nicht, aber es ist in den letzten Spielen oder in den letzten zwei Jahren ist das, ich bin seit drei Jahren hier, da hat das zugelegt und das war jetzt. Schon jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre war das eigentlich immer eine sehr gute Stimmung, wenn die Mannschaft natürlich auch dementsprechend erfolgreich ist. Und das ist für uns natürlich sehr wichtig. Es ist also wirklich unser zwölfter Mann dann, die da uns nach vorne pushen. Und wenn dann Spieler auch mal müde sind, ist dann diese Unterstützung natürlich sehr wichtig. Und dementsprechend ja, ist das wirklich ein Heimvorteil. Безусловно, я могу сказать, что за последние два года атмосфера в стадионе, она поднялась. Конечно, это зависит от того, что и команда очень хорошо играет. Я нахожусь с этой командой последние три года. И, конечно, это важно, вот эта атмосфера, эта поддержка болельщиков. Это у нас 12-й игрок. И когда игроки устают, и наши болельщики нас поддерживают, это дает огромную мотивацию, мотивирует игроков. Все. Есть еще вопросы на русском языке? Beste Frage von sonst. Да. Удивил ли вас сегодня состав сборной России и очень сильный игрок сегодня? Насколько вы считаете, что он действительно усилил эту команду, поскольку вот на уличном земле счетом стало даже хуже, поскольку команда стала ждать другой стиль? Die russische Aufstellung, die von der Aufstellung heute überrascht. Sie haben betont, dass Schurkow ein sehr starker Spieler ist. Heute, meiner Meinung nach, hat er jetzt nicht so ein starkes Spiel geleistet. Was können Sie dazu sagen? Also, wir wurden nicht überrascht, weil ich sehr viele Spiele in Russland angeschaut habe. Und,
eigentlich schon ein bisschen, wenn du dann natürlich die Aufstellung bekommst, dann weißt du ungefähr, wo die spielen oder was ihre Stärken sind. Ich glaube, der Schirokopf war ja auch verletzt längere Zeit und ist jetzt auch wieder zurückgekommen. Das ist in dem Sinne auch normal, dass du halt eine gewisse Zeit brauchst, bis du wieder dann im Rhythmus drin bist. Aber ich denke allgemein, die Offensiven in Russland haben sich sehr gut bewegt, waren sehr unangenehm auch für uns zu bespielen. Und wir haben dann das eine Tor mehr gemacht. Состав команды не был для меня сюрпризом. Я анализировал все последние игры российской сборной, я смотрел, наблюдал за этими с ними игроками, я всех игроков знал, поэтому когда я увидел состав команды сегодня, я знал, как предупредить и как подготовить моих игроков. Российская сборная – это, безусловно, неприятный соперник, с которым тоже тяжело играть. Широкого я знаю, что он... Видите, он же был травмированный в последнее время, и это абсолютно нормально, он вернулся сейчас в команду. С моей точки зрения, он хорошо играл, но понятно, что травмированный игрок, и такое, может, не так играл. Ja, ich habe es da beim Fernsehinterview habe ich das mitbekommen und muss sagen, dass ich eigentlich froh bin, dass das so rausgekommen ist. Weil ich denke, dass viele hier auch schon meinen Lichtenstein, also diese Hochrechnungen, die immer wieder gemacht werden, dass man gegen die Kleinen dann selbstverständlich gewinnt. Das ist nicht der Fall. Von daher bin ich richtig froh, dass die hier, oder dass die da gewonnen haben und auch zeigen können, okay, wir sind noch nicht durch, wir müssen weiter dranbleiben. Und dementsprechend auch die, die jetzt hinter uns sind, sind eigentlich alle weiter ernst nehmen. Meiner Meinung nach sind die Innenverteidiger heute im Spielaufbau von den zentralen Mittelfeldspielern ziemlich im Stich gelassen worden. Es hat der Veli Kablak permanent aufgewärmt. Wie war es mit der Leistung von Leitgeb und Lysanker jetzt speziell im Spielaufbau zufrieden? Ja, wir haben das in der Pause angesprochen, dass sie sich da ein bisschen mehr noch einbringen müssen. Und wie gesagt, man muss aber auch sagen, dass Russland das eigentlich sehr gut gemacht hat. Die haben die Räume sehr gut zugestellt und da war natürlich auch ein taktisches Element, oder was mir am Anfang oder erst als er nicht gefallen hat, dass Isak in die Innenverteidigung kam, um den Ball abzuholen. Durch das fällt er natürlich dann im zentralen Mittelfeld. Das haben wir auch angesprochen und war dann zweite Halbzeit nicht mehr. Ja, Konrad, zum Ausfall vom Baumgartlinger nochmal zurück. Ist der völlig überraschend gekommen oder hat es da im Vorfeld vielleicht gestern im Training schon erste Anzeichen gegeben, dass etwas sein könnte? Nein, er ist eigentlich mit Problemen, also mit kleinen Problemen eingerückt. Also das hat er nicht gebraucht von Mainz. Und dementsprechend haben wir das behandelt hier und ging eigentlich recht gut. Und dann ist am Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag sind dann wieder Probleme aufgetreten. Und haben dann da natürlich auch reduziert und geguckt, hat gestern dann noch was versucht und heute Morgen auch und hat gesagt, okay, er ist noch nicht ganz sicher, er muss das aufhören noch abwarten. Aber wie kommt denn ab Mittag eigentlich dann zweigleisig planen, haben gleich gesagt, Isak, wenn Baumgartlinger nicht geht, also der wird das Aufwärmen auch mitmachen und konnte so dann eigentlich ohne Probleme einstellen. Bitte. Sie haben es eh fast beantwortet. War Ilzank einfach ganz logisch, dass er spielt? Oder haben Sie dann doch noch ein, zwei Sachen überlegt? Haben Sie Ilzank gemacht? Nein, das war dann, also gut, eben die Baumgartlinger-Geschichte. Also man ist ja dann auch immer im Physioraum und kriegt das ein oder andere mit und muss ja dann auch Überlegungen machen. Und, aber mit Ilzank haben wir dann eigentlich. Heute Morgen haben wir gesagt, okay, die sind nicht sicher, ob es geht, weil die haben gesagt, wir warten noch ab heute die Aktivierung.
Und dann ist er gekommen, ja, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Und dann haben wir zweigleisig gefahren. Und dann haben wir natürlich das, was ich gesagt habe, dass er gut trainiert hat, auch der Kopf war stärker, aber zusätzlich hier drin gehabt war, dann entscheidend. Dort war noch eine Frage und dann sollte man langsam zu mir kommen, bitte. Herr Koller, ich habe eine kleine Frage zu den Decken. Wir haben jetzt zweimal den Raum verteidigt und zweimal den Posten gehabt. Und von den drei Ecken, die hatten wir zwei brandgefährliche, aber teilweise Unterzahl im Strafraum hatten. Was war die Überlegung? Defensiv. Genau, defensive Ecken. Was war die Überlegung bei den Ecken? War das, weil Alma die einen Posten haben will? Oder ist Ihnen auch aufgefallen, dass da teilweise wirklich brenzlig wurde bei den Ecken? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Also das brenzlig wird, klar. Aber jetzt im Detail konnte ich das noch nicht anschauen. Wir haben zwei Mann am Posten eigentlich und dann sind zwei an 16 Meter vorne an der Linie und die anderen spielen in der Manndeckung. Aber ich werde das, sobald ich die CD schauen kann, werde ich mir das genauer anschauen und dementsprechend die Spieler informieren. Nach so einem Sieg in der Qualifikation wartet jetzt noch das Freundschaftsspiel gegen Brasilien. Nach einem Sieg geht man da sicher mit einem guten Gefühl rein, aber was ist die Zielsetzung für so ein Spiel jetzt noch? Kann man das einfach genießen oder unter welches Motto steht das? Ja, was sprechen Sie jetzt von den Spielen, Zuschauern oder vom Trainer? Vom Trainer und von der Mannschaft. Oder was will der Trainer? Also als Trainer ist es schwierig zu genießen, wenn es Spiel beginnt. Also wenn es dann mal so uneinholbar viele Tore für dich da sind, dann kannst du genießen, aber sonst bin ich eigentlich immer auf Spannung und versuche da sehr konzentriert zu sein. Also ich habe selten ein Spiel genossen unten an der Linie, wenn ich direkt beteiligt war. Gut, dann mal eine Frage von Robert, dann machen wir gerne. Herr Koller, zum Ende kommen. Sie haben gesagt, das bleibt Favorit, aber trotzdem, welchen Stellenwert hat dieser Sieg jetzt in Ihrer persönlichen Bilanz und auch für das österreichische Nationalteam? Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Ja, klar, ist natürlich Russland sehr, glaube ich, als direkter Konkurrenten an und wenn du die natürlich besiegen kannst, ist das eine fantastische Sache. Wichtig weiter für Selbstvertrauen. Sie sind ein gutes Team. Wir hatten sicher das ein oder andere Problem, haben uns aber da auch reingebissen. Wir haben gekämpft und wir haben kein Tor zugelassen. Und von daher ist schon auch hoch einzuschätzen. Wir sind weiter umgeschlagen. Und das ist sicher für Selbstvertrauen ist das hervorragend. Und, ist aber nur ein kleiner Moment. Es ist ja dann jetzt auch, also EM-Quali ist wieder vorbei, im März geht es weiter, es ist wieder eine lange Zeit. Wir müssen dann wieder schauen, dass du wieder auf dieses Level kommst. Und wenn du, jetzt bin ich auch schon 3 Jahre dabei, weiß, und wenn ich dann die Diskussion mit euch habe, jetzt spielt man da einen im Club, jetzt spielt man wieder nicht. Und die Diskussion, ist er im Forum, ist er nicht im Forum, also betrifft uns ja auch. Da müssen wir schauen, dass wir halt dann immer wieder dahin kommen, dass wir im Form sind. Gut, Markus, letzte Frage. Danke. Wir haben das unpräzise Passspiel in der ersten Halbzeit kritisiert. Das wäre sicherlich auch ein Problem von Martin Hanek. Auf der anderen Seite hat er das Tor muss natürlich im Überpass vorbereitet. Wenn Sie Journalist wären, welche Note würden Sie ihm geben heute? Ich würde keine Note machen als Journalist, weil wenn es schwierig ist, 10, 11 oder 12 Spiele zu beurteilen. Zweite Halbzeit müsst ihr noch schreiben, einen Text schreiben, könnt ihr fast nicht im Spiel zugucken. Also wir werden dann da eine Note. Ich würde der Redaktion sagen, streicht es, brauchen wir nicht. Ja, jetzt muss ich das auch noch schaffen. Morgen 12 Uhr, Nachmittag, mit dem Teamchef, keine Spiele. Danke.